Als die Schülerin Nicole Denise Schaller im Oktober 1993 mitten in Dortmund ermordet wird, ist das Entsetzen groß. Das Mädchen wurde auf dem Heimweg angegriffen und getötet. Der Täter konnte fliehen. Und aus Tagen der Ungewissheit werden Monate, Jahre und schließlich Jahrzehnte. Der Mord an Nicole Schaller bewegt Menschen weiter. Und es wird Antworten geben. Aber erst ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod. Die 16 Jahre alte Nicole geht in die 11. Klasse eines Gymnasiums. Schon als kleines Kind lacht Nicole viel. Eine Eigenschaft, die sie ihr Leben lang behält. Nicole begeistert sich für Pferde und fürs Reiten. Sie hilft auch auf einem Hof aus und hat zwei Pflegepferde und eine Reitbeteiligung. Zu den Tieren hat die Schülerin einen besonders engen Draht. An den Wänden ihres Jugendzimmers hängen Abzeichen und Pferdeposter. Nicole ist auch im Schützenverein aktiv und ist Sportschütze. Nach der Schule würde sie gerne einmal zur berittenen Polizei. Ihre Leistungen sind durchweg gut. Sie ist ein intelligentes und freundliches Mädchen. Am 15. Oktober 1993 ist Nicole allein zu Hause. Ihre Eltern sind mit Nicoles 12-jähriger Schwester im Urlaub in den Niederlanden. Früher ist sie gern mit dorthin gefahren. Die Familie Schaller hat dort damals einen Wohnwagen auf einem Campingplatz. Doch mit 16 freut sie sich wahrscheinlich zum ersten Mal sturmfrei zu haben. Nicoles Großmutter wohnt im selben Haus wie die Familie. Die Teenagerin ist also nicht komplett allein. Ihre Oma sieht hin und wieder nach dem Rechten. Außerdem rufen ihre Eltern täglich vom Campingplatz aus an. An diesem Abend, dem 15. Oktober 1993, besucht die 16-Jährige ihren Freund in Herne. Sie übernachtet aber nicht dort, sondern macht sich auf den Heimweg. Am nächsten Tag sollen ihre Eltern zurück nach Hause kommen. Nicole erwartet also der letzte Abend allein zu Hause, ehe am nächsten Tag wieder der Alltag einkehrt. Es ist etwa 22.45 Uhr, als sie an der Bushaltestelle aussteigt. Sie setzt sich die Kopfhörer ihres Walkmans auf und hört Musik. Es sind nur ein paar hundert Meter bis zu ihrer Haustür. Als Nicole aussteigt und der Busfahrer das Fahrzeug schon wieder auf die Fahrbahn lenken möchte, steht plötzlich noch jemand auf. Ein junger Mann möchte ebenfalls aussteigen. Der Busfahrer öffnet die Tür also ein zweites Mal. Er kann noch sehen, dass der Mann in dieselbe Richtung läuft wie Nicole. Dann schließen sich die Türen und der Bus verschwindet in der Nacht. Niemand der Passagiere kann ahnen, dass sie die Letzten waren, die Nicole Schaller lebend gesehen haben. Am nächsten Morgen kommt eine Frau in der Grundschule Jungferntal vorbei. Sie trägt die Zeitung aus und betritt die Einfahrt. Dort macht sie eine schreckliche Entdeckung. In einer Hecke in der Einfahrt sieht sie etwas. Einen menschlichen Körper. Erschrocken gibt sie in der Schule Bescheid. Von dort wird die Polizei alarmiert. Zur selben Zeit wird der Leichnam auch von zwei Mitarbeitern der Müllabfuhr entdeckt. Die Tote in der Hecke ist die 16 Jahre alte Nicole Schaller. Die Einfahrt, in der sie gefunden wird, liegt nur wenige Meter von der Bushaltestelle entfernt, an der sie am Abend ausgestiegen ist. Das Mädchen wurde erwürgt. Ihre Hose und ihre Unterwäsche wurden ihr heruntergezogen. Das könnte für ein sexuelles Motiv des Täters sprechen. Vergewaltigt wurde Nicole aber nicht. Die Kopfhörer ihres Walkmans liegen noch neben ihrem Kopf. Die Batterien sind leer, aber der Walkman steht auf Autoplay. Die ganze Zeit über muss die Kassette noch gelaufen sein. Nicole hatte am Abend des 15. Oktober einen Rucksack dabei. Dieser ist aber zunächst nicht aufzufinden. Erst am 20. Oktober wird er in einer Fußgängerbrücke gefunden. Möglicherweise hat der Täter ihn dort platziert, um Hinweise zu verwischen.
Nicoles Großmutter wird als erste informiert. Sie hat dann die schwierige Aufgabe, Nicoles Eltern die traurige Nachricht zu überbringen. Nicht nur bei Nicoles Familie, auch an ihrer Schule und unter Gleichaltrigen sitzt der Schock damals tief. Die junge, lebenslustige Nicole wurde einfach so aus dem Leben gerissen. Von irgendeiner Person. Und diese Person ist immer noch auf freiem Fuß. Die Spurensicherung ist damals schwierig. Am Abend des 15. Oktober 1993 hat es heftig geregnet. Es ist gut möglich, dass einige Spuren dadurch vernichtet wurden. Zwar bemühen sich die Rechtsmediziner, möglichst viele Spuren zu sichern, doch offensichtliche Hinweise am Tatort oder an Nicoles Leichnam gibt es nicht. In ihrer Leistengegend können jedoch fremde Hautschuppen sichergestellt werden. Die Polizei beginnt mit ihren aufwendigen Ermittlungen. Auch in Nicoles erweiterten Bekanntenkreis wird ermittelt. Selbst ihre Mitschüler werden überprüft. Doch niemand hat ein Motiv, Nicole Denise Schaller umzubringen. Zwar gehen die Ermittlungen weiter, doch nach Monaten und schließlich Jahren wird es immer ruhiger um den Fall. Zwar wird er im Ruhrgebiet noch immer regelmäßig besprochen und gerät nie in Vergessenheit, doch der Täter kann nicht gefunden werden. Niemand weiß, wer das Mädchen am 15. Oktober 1993 umgebracht hat. Zumindest bis 2018, als es 25 Jahre nach dem Verbrechen eine emotionale Wendung gibt. Im Juni 2018 erhalten die Schallers überraschenden Besuch. Ein Kriminalkommissar steht vor der Tür. Über die Jahre ist der Kontakt zwischen ihm und Nicoles Eltern nie abgerissen. Immer wieder kam er mal auf einen Kaffee rum. Doch an diesem Tag geht es um mehr. Es gibt Neuigkeiten. Nach mehr als 2 Dekaden gibt es endlich eine Übereinstimmung in der DNA-Datenbank. Zum ersten Mal kann die Polizei einen konkreten Verdächtigen benennen. Der 52 Jahre alte Ralf H. wird wegen Mordverdachts festgenommen. Doch er behauptet, mit dem Mord an Nicole nichts zu tun zu haben. Ralf H. ist schon mehrfach durch Gewaltdelikte aufgefallen und saß auch schon im Gefängnis. Er soll Frauen angegriffen haben. Kurz vor dem Mord an Nicole 1993 hat er eine weitere 16-Jährige auf offener Straße angegriffen. In den Fokus der Ermittler rückte er, weil es 2018 noch einmal eine neue Analyse der Täter-DNA gab. Dieses Mal konnte tatsächlich ein Treffer erzielt werden. Ralf H.'s DNA-Profil stimmt mit einem in der Datenbank gespeicherten überein. Auch sein Aussehen zum Tatzeitpunkt passt zu einer Zeugenbeschreibung. Denn der Busfahrer konnte damals gegenüber der Polizei noch Angaben zum Erscheinungsbild des Täters machen. Dazu kommt, dass Ralf H. damals in Castrop-Rauxel wohnte. Als Nicole von ihrem Freund aus Herne zurück nach Dortmund fuhr, stieg sie in Castrop-Rauxel um. Als Ralf H. vorübergehend festgenommen wird und in Untersuchungshaft kommt, gibt er sich völlig überrascht. Trotzdem beginnt der Prozess am 17. Dezember 2018. Nicoles Eltern verpassen keinen Verhandlungstag. Sie treten als Nebenkläger auf und sitzen dem mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter direkt gegenüber. Vor Gericht hält Ralf H. sich in Gegenwart der Medienvertreter einen Aktenordner vors Gesicht. Während der Verhandlung meidet er die Blicke zu Nicoles Eltern. Doch später wendet er sich direkt an die beiden. Nach der Verlesung der Anklageschrift spricht er den beiden sein Beileid aus. Und er beteuert, Nicole nicht ermordet zu haben. Aber stimmt das wirklich? Welche Hoffnungen setzen Sie jetzt in dem Prozess auch? Ja, dass einfach nicht mit dummen Ausreden da irgendwas zurechtgebogen wird und er letztendlich wieder auf freien Fuß kommt. Der Prozess wird mit Spannung erwartet. Nicht nur, weil es endlich so etwas wie Gerechtigkeit für Nicole und ihre Familie geben könnte, sondern auch, weil gar nicht sicher ist, ob der Angeklagte überhaupt eine Strafe bekommt. Wie ihr wisst, verjährt Mord in Deutschland nicht.
Aber nicht jedes Tötungsdelikt ist ein Mord. Um einen solchen nachzuweisen, muss mindestens ein Mordmerkmal erfüllt sein. Dazu zählen zum Beispiel Heimtücke, Habgier oder die Befriedigung des Geschlechtstriebes. Wenn vor Gericht nicht bewiesen werden kann, dass eines dieser Merkmale im Fall Nicole Schaller vorliegt, könnte das Verbrechen an ihr als Totschlag eingeordnet werden. Und ein Totschlag verjährt in Deutschland in der Regel bereits nach 20 Jahren. Der Prozess gegen Ralf H. startet aber erst 25 Jahre nach der Tat. Es ist für Nicoles Angehörige und die Staatsanwaltschaft also unbedingt notwendig, einen Mord nachzuweisen. Sonst besteht die Gefahr, dass Ralf H. ohne eine Gefängnisstrafe davonkommen könnte. Das Mordmerkmal der Heimtücke könnte durchaus gegeben sein, denn Nicole hatte ja die Kopfhörer ihres Walkmans auf. Aus den Einstellungen des Geräts geht hervor, dass sie sehr laut Musik gehört haben muss, als sie angegriffen wurde. Und zwar so laut, dass sie keine Außengeräusche hören konnte. Der Täter muss sie also völlig unvermittelt angegriffen haben, ohne sie vorher zum Beispiel in ein Gespräch zu verwickeln. Zwischen der Bushaltestelle und dem Fundort von Nicoles Leiche lagen zudem nur wenige Meter. Die Schülerin hatte vermutlich keinerlei Chance, auf den Angriff zu reagieren. Es ist auch möglich, dass der Täter eigentlich plante, Nicoles Leiche zu missbrauchen. Denn beim Fund war ihre Hose heruntergezogen. Eventuell hat sie sich so sehr gewehrt, dass der Täter sie erwürgte, um den Versuch des Missbrauchs zu verdecken. Ralf H. bleibt aber dabei, dass er überhaupt nicht für das Verbrechen an Nicole verantwortlich sei. Und das, obwohl seine DNA an Nicoles Leichnam gefunden wurde. Er und seine Verteidigung lassen sich immer neue Erklärungen dafür einfallen. Mal heißt es, die DNA sei durch einen Hund übertragen worden. Dann heißt es, die Spur sei über die Haltegriffe oder Sitze im Bus übertragen worden. An einer Stelle behauptet er sogar, die Polizei habe seine DNA absichtlich platziert. Man habe den Cold Case Nicole Schaller nach 25 Jahren einfach lösen wollen. Ralf H. stellt sich hier also selbst als Opfer der Justiz dar. Die eigentliche Geschädigte in diesem Fall, nämlich Nicole Schaller selbst, gerät dabei völlig in den Hintergrund. Außerdem wird das Verfahren durch verschiedene Anträge der Verteidigung in die Länge gezogen. Es werden zum Beispiel Gutachten gefordert, ob Ralf H. überhaupt einen Menschen hätte erwürgen können. Er gibt an, aufgrund einer Handverletzung dazu nicht in der Lage zu sein. Zwar kann das Gutachten bestätigen, dass seine Verletzung ihn nicht eingeschränkt hat, doch solche Vorgänge verlangsamen den Prozess natürlich enorm. Der Angeklagte behauptet auch, Polizisten hätten ihn tätlich angegriffen. Das muss natürlich auch erst einmal überprüft werden und der Prozess zieht sich weiter in die Länge. Der größte Rückschlag im Prozess kommt Anfang 2020. Eine der Richterinnen erkrankt so schwer, dass sie den Verhandlungen nicht mehr beiwohnen kann. Der Prozess muss deswegen noch einmal komplett neu aufgerollt werden. Außerdem gehen Gerichtsakten verloren. Der Prozess gegen Ralf H. zieht sich immer weiter. So weit, dass die Untersuchungshaft für den Angeklagten nicht länger aufrechterhalten werden kann. Jeder in U-Haft sitzende Beschuldigte hat ein Recht auf ein schnelles Verfahren. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung ist das für Ralf H. nicht mehr gegeben. Das Oberlandesgericht entscheidet deshalb, ihn wieder freizulassen. Erst im August 2020 geht der Prozess gegen Ralf H. wieder von vorne los. Ralf H. leugnet weiterhin, für den Mord an Nicole Schaller verantwortlich zu sein. Dementsprechend sagt er auch kein Wort über ein mögliches Motiv. Bis heute weiß man nicht, was genau an diesem Abend des 15. Oktober 1993 passiert ist. Dennoch sind die Beweise für das Gericht eindeutig genug. Unabhängig vom tatsächlichen Tötungsszenario liegt mindestens ein Mordmerkmal vor. Ralf H. wird wegen des Mordes an Nicole Denise Schaller zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Damit kann er frühestens 15 Jahre nach seiner Verhaftung einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Nicoles Mutter Sigrid Schaller ist bei der letzten Verhandlung nicht dabei. Es ist der erste Verhandlungstag im gesamten Verfahren, den sie verpasst. Sie hat einen Herzinfarkt erlitten und muss sich im Krankenhaus behandeln lassen. Nicoles Vater wohnt dennoch der Verhandlung bei. Ralf H. wird allerdings auch nach seinem Urteil nicht festgenommen. Denn der Beschluss des Oberlandesgerichts, nachdem die Untersuchungshaft aufgehoben wurde, gilt noch. Das Urteil gegen Ralf H. ist noch nicht rechtskräftig. Und es ist klar, dass Ralf H. in Revision geht. Das Gericht sieht keine Fluchtgefahr, also bleibt Ralf H. trotz des Urteils vorerst frei.
Die Polizei Münster, in deren Einsatzbereich Ralf H. damals wohnt, erwirkt darauf hin, dass er bis zur Bestätigung des Urteils eine elektronische Fußfessel tragen muss. In diesen Fußfesseln ist ein kleiner GPS-Sender verbaut. Dieser zeichnet die Bewegungsdaten der Träger auf, sodass sie geortet werden können. Mitte Dezember 2021 wird das Urteil vom Bundesgerichtshof bestätigt und die Revision abgelehnt. Ralf H. ist offiziell der verurteilte Mörder von Nicole Schaller. Eine Ladung zum Haftantritt wird an ihn verschickt. Doch die Erleichterung über das gültige Urteil währt nicht lange. Denn bevor er diese Ladung erhält, passiert am 21. Dezember 2021 das, was niemals hätte passieren dürfen. Ralf H. flieht. Er entledigt sich seiner elektronischen Fußfessel und haut mit seiner Lebensgefährtin ab. Die Polizei muss nun also erneut herausfinden, wo Nicole Schallers Mörder ist. Ralf H. wird auch international gesucht. Nicht zuletzt, weil er in den letzten Wochen einige Male im Ausland gewesen ist. Er hat sich mehrmals in der niederländischen Stadt Enschede aufgehalten. Glücklicherweise erzielt die Polizei einen Treffer. Am 24. Dezember um 0.15 Uhr kann Ralf H. in Enschede festgenommen werden. Zunächst sitzt er in den Niederlanden im Gefängnis. Seit März 2022 in Deutschland. Es hat 25 Jahre gedauert, bis die Polizei den Mörder von Nicole Schaller überführen konnte. Dennoch konnte er letztendlich vor Gericht gebracht werden. Wir sprechen auf diesem Kanal viel über Fälle, die noch ungelöst sind. Manchmal mag das den Eindruck erwecken, wahnsinnig viele Verbrechen würden nie aufgeklärt werden können. Und einige werden vermutlich auch leider große Rätsel bleiben. Dennoch zeigen Fälle wie der von Nicole Schaller, dass es auch nach einem Vierteljahrhundert nicht zu spät ist, um noch zu hoffen. Neue Ermittlungsmethoden, innovative Ansätze und frische Blickwinkel können vieles bewirken. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber ungelöste Fälle anschaut oder ob ihr ab und an auch mal einen aufgeklärten Fall hören möchtet. Ich bin gespannt auf euren Inputs und bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Das unterstützt den Kanal wirklich enorm. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion. Und so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute.